Einen schönen guten Morgen. Ja, es ist schön zu sehen, wie viele Menschen so früh am Morgen an einem Sonnabend hierher gefunden haben. Und es ist auch schön für mich, dass ich jetzt meine Panelisten vorstellen kann, die Podiumsteilnehmer. Zunächst einmal meine langjährige Kollegin Julia Ault, die seit einigen Jahren schon hier in Berlin lebt. 4, 5 Jahre vielleicht kennen wir uns jetzt schon. Wir haben uns, glaube ich, vor 4, 5 Jahren getroffen. Und ja, das war die Zeit, zu der sie an der University of North Carolina an ihrer Dissertation gearbeitet hat, und zwar zum Thema Umweltgeschichte in Deutschland und Polen. Diese Dissertationsarbeit ist inzwischen abgeschlossen. Sie ist jetzt Assistentin an der Universität von Utah. Und während sie ihre Studien und ihre Doktorarbeit abgeschlossen hat, hat sie natürlich auch einige Stipendien erhalten für ihre Arbeit. Ja, du hast mir zum Beispiel erzählt, dass du zum Beispiel an der FU hier in Berlin tätig sein konntest mithilfe eines Stipendiums. Ja, die ganzen Publikationen, die ganzen Veröffentlichungen sind auch alle online einzusehen, aber sie hat zusammen mit John McNeil ein Buch veröffentlicht. Bin ich nicht laut genug? Hört man mich nicht? Man hört mich? Bin ich laut genug? Wir schaffen das schon noch. Ja, genau, mit John O'Neill ein Buch veröffentlicht, das ich hervorheben wollte wegen seiner Bedeutung. Und vielleicht kann Julia jetzt wirklich einfach auch den Anfang machen. Hear me? Oh, okay. Vielen Dank, können Sie mich hören. Danke, Astrid, für diese freundliche Einführung und auch mein Dank an die Veranstalter. Ich möchte nur kurz erklären, was jetzt vorgesehen ist. Reaktionen auf Tschernobyl waren in Westeuropa sehr schnell und heftig. In Westdeutschland hat diese starke Anti-Atom-Bewegung einen Mediensturm ausgelöst. Es gab Poster wie zum Beispiel Angst, Flucht aus Kiew, Angst der Verseuchung ganz in ganz Europa, Todeswolke über Dänemark, in der DDR und Polen hat Tschernobyl nicht nur eine umweltpolitische Auswirkung gehabt, sondern auch andere Fragen aufgeworfen. In der DDR zum Beispiel hat die herrschende SED, die Sozialistische Einheitspartei, geschwiegen. Und das führt weiterhin zu einer tiefen Verstimmung in den ostdeutschen Bevölkerungsgruppen. Dieses Unbehagen über diese eingeschränkte Information führte zu neuer Unzufriedenheit. Es gab diese Empörung über Tschernobyl war sicherlich ein ganz machtvoller Sammelpunkt, aber es baute auch auf tiefer sitzendem Unbehagen auf. In der DDR und Polen waren gleichermaßen die schwerindustriellen Anlagen und veraltete Fabriken Anziehungspunkt für die Aufmerksamkeit von Aktivisten gewesen. Die Bevölkerung führte schon Demonstrationen durch gegen Wasserverschmutzung. Diese zunehmende Verstimmung über diese Probleme führte dann zur Gründung von Umweltgruppen. Tschernobyl war nun der Anschwung für ein international vernetztes Vorgehen, sowohl in der Opposition wie auch als Umweltbewegung. Lang andauernde systemische Umweltprobleme führten dann zum Andauern dieser Bewegung. 1986 waren Umweltfragen bereits eine Hauptbesorgnis für immer mehr Ostdeutsche und Polen. Das führte bereits zu neuem Aufschwung in der Wandlungsbewegung in der Sowjetunion von Gorbatschow. Tschernobyl war wirklich ein entscheidender Punkt für Gorbatschow, weiterhin bei seiner Verheißung der Transparenz, also Glasnost, zu verharren. Und es führte dann zu einer neuen Protestwelle gegen die Umweltverschmutzung und gegen das sozialistische System. Als Tschernobyl-Schockwellen in 1986 durch ganz Europa sendete, da gab es bereits in diesen beiden sowjetischen Satellitenstaaten von Osteuropa erhebliches Unbehagen. Seit den 70er Jahren hatten die herrschenden Parteien sowohl in der DDR wie in Polen ihre Aufmerksamkeit auf die Verbesserung von Umweltbedingungen gerichtet. Man versuchte auch
bestimmte nichtstaatliche Verbesserungsbewegungen, zum Beispiel in Ostdeutschlands protestantischer Kirche oder an den Rändern der polnischen Gesellschaft in den frühen 80er Jahren, haben beide unabhängige Bewegungen zunehmend Popularität gewonnen, da die Umweltverschmutzung immer mehr Probleme oder Fragestellungen zur Legitimität der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa aufwarf. Das galt sowohl für die Solidaritätsbewegung in Polen wie auch für die Friedensbewegung in der DDR. Dieser längere Weg sowohl der staatlichen wie auch der unabhängigen Bewegungen für den Umweltschutz legten letztlich dann die Voraussetzung dafür, dass Tschernobyl so eine entscheidende Triebkraft werden konnte. Dies führte dann auch zur Gründung des Polski Klub Ökologiczny, des PKE. Der PKE wurde so die erste offiziell anerkannte unabhängige Umweltbewegung im sowjetischen Block. Ihr Sitz war in Krakau und der PKE begann dann sofort mit Protesten gegen lokale Industriebetriebe und Fabriken, die hohe Verschmutzungsgrade hervorriefen. Die Leninwerke in Nowa Huta, einem Vorort von Krakau, stellten dann wirklich einen Anzeiger für alles das da, was schief lief in der polnischen Volkswirtschaft und in der Umwelt. Die Parks waren düstergrau, der Fluss Weichsel war wirklich in schlechtem Zustand. Auch in Skawina wurden Proteste gegen das Aluminiumwerk durchgeführt. 1981 reagierten die polnischen Behörden auf diese Proteste und stimmten zu, die gefährlichsten Teile der Aluminiumwerke zu schließen. In der DDR waren schwerindustrielle Betriebe wie zum Beispiel Kohleabbaustätten und Stahlproduktion. Tagebau bis zu 90 Meter tief verschandelten die Landschaft. Die aufgegebenen Minen wurden dann als inoffizielle Müllabladeplätze genutzt. Da wurden dann Giftfässer abgeladen. Das floss dann in den Untergrund ab. Medikamente und andere wissenschaftliche Untaten führten zu einer weiteren Verschlechterung der stehenden Gewässer. Peter Wesniewski sagte, dies sei keine Ausnahme, sondern die Norm. In den 1980er Jahren wollten dann die protestantischen Kirchengruppen Kinder versenden. Die Dresdner Kirchenprovinz organisierte eine derartige Kinderverschickung, weil sie sagten, dass die Beeinträchtigung der Gesundheit für die Kinder für sie als Christen unannehmbar sei und dass sie deshalb im Widerstand gegen die zunehmende Gefährdung von Leben und Schöpfung standen. Wegen einer Reihe von Lungenkrankheiten und Atemwegsbeschwerden wurden diese Kinder dann in andere Gegenden geschickt, zum Beispiel aus Gegenden von Bitterfeld und den Erzgebirgsregionen an die Ostsee. 1988 haben 96 Kinder daran teilgenommen, zwischen Januar und August 1989 207. Die Nuklearfrage wurde vor 1986 in der DDR nicht als die drängendste Frage wahrgenommen, obwohl die Menschen dessen bewusst waren. In Polen wurde die Kernenergie sogar in den 80er Jahren als eine Lösung für die gefährliche Verschmutzung durch die Kohle gesehen. In der DDR war die Besorgnis zur Kernenergie etwas erhöht. Zunächst einmal waren die Ostdeutschen in der Friedensbewegung in den frühen 80er Jahren zu einem tiefen Misstrauen gegenüber den positiven Aspekten der Kernenergie gelangt. Zweitens hatte die DDR bereits zwei Kernkraftwerke in den 80er Jahren in Betrieb und eine dritte war in der Nähe von Stendal geplant. Hier wurden dann schon Fragen zur Sicherheit der Kernenergie laut und sogar bereits vor Tschernobyl, als am 26. April 1986 das Unglück von Tschernobyl stattfand, waren es nicht nur die Umweltfragen gewesen, die die kommunistische Macht unterhöhlt hatten, sondern auch die Reformen innerhalb der Sowjetunion selbst hatten das bewirkt. Unter dem Motto der Perestroika, also des wirtschaftlichen Umbaus der Glasnost, der Transparenz in den Medien und der Demokratisierung, wurden im gesamten östlichen Block Einschränkungen aufgehoben. Und in Polen wurden sie mit besonderem Eifer umgesetzt. In der DDR weigerte sich die SED Glasnost zu übernehmen. Während die polnische Zensur in den späten 80er Jahren bereits ein Mythos war und
Behörden und Aktivisten Hand in Hand arbeiteten, um Probleme zu lösen, wurden die Umweltgruppen in der DDR von der Stasi weiterhin bedrängt und an den Rand geschoben. Trotzdem war dieser Geist der Glasnost im Zusammenhang der Tschernobyl-Krise dann eine neue Bewegung für die antikommunistischen Proteste in beiden Ländern. Das polnische Unbehagen führte nach dem 26. April dann zu weiteren Bewegungen, mit parallelen Bewegungen im ganzen Block. Patrycz Kenny hat diese Umweltproteste als lokal bezeichnet. Sie waren es auch. Sie waren aber auch Anzeiger eines tiefsitzenderen Unbehagens mit den Verhältnissen in der Nähe von Breslau, Krakau und Warschau. Gab es ganz erhebliche Bewegungen, Massenbewegungen. Wolność i pokój. Freiheit und Frieden war das Leitwort und sie haben dann diese Friedens- und Umweltbewegungen in eine einheitliche Bewegung überführt. Im Mai 1986 organisierte WIP, also Frieden, Freiheit und Frieden, die ersten Massendemonstrationen. Sie protestierten gegen die erste Kernkraftanlage in der Nähe von Danzig in Żarnowiec. Nach dem 26. April bekam es einen neuen direkten Anschwung. Die ersten Berichte über das Unglück wurden bereits am 28. April veröffentlicht. Natürlich hatte man aus den westlichen Medien bereits erstes darüber erfahren, obwohl die Kommunistische Partei vollständige Genugtuung über den Umgang mit Tschernobyl ausdrückte, haben zeitgenössische Beobachter eingewandt, dass diese selektive Freigabe von Informationen eher dazu diente, die Öffentlichkeit zu beschwichtigen, als die Sicherheit zu befördern. In Krakau bildeten sich Proteste gegen Tschernobyl, zum Beispiel am 1. Juni, dem Kindertag, wobei die Aktivisten dieser Friedensbewegung eine entscheidende Rolle spielten. Frauen trugen verblühte Blumen, als sie die Mirankirche verließen. Es gab dann Plakate, die sie im Namen der Wolność i Pokój-Bewegung begrüßten. Und Radio Free Europe berichtete dann, dass etwa 2000 Krakauer an den Protesten am Kindertag teilgenommen hätten. Das fand dann Widerhall nicht nur in Polen. Nicht nur, weil Polen eben so nahe an der Ukraine lag, sondern auch, weil Polen selbst in Żarnowiec vor einem Jahr den Bau des Kernkraftwerkes begonnen hatte. Das war nur 35 Meilen im Nordwesten von Danzig. Das war also dieselbe Technik, die auch in Tschernobyl eingesetzt worden war. Radio Free Europe zog den Schluss, öffentlicher Widerstand gegen Żarnowiec wird wohl wenig Auswirkungen haben, weil der Bau selbst nicht sehr schnell in die Gänge kommen wird. In den Wochen nach Tschernobyl protestierten Tausende von Polen gegen den Bau des KKWs in Żarnowiec. Darüber hinaus gab es immer mehr Proteste, die sich in ganz Polen zeigen. In der kleinen Stadt Mienjiszecz in Westpolen entstand eine Art Brennpunkt für den Aktivismus 1987, als die örtliche Bevölkerung sich gegen die Verwendung eines Weltkriegsbunkers als eine Lagerstätte für Atommüll wandte. Sie sagten, die Gefahr besteht, dass die Region und insbesondere das Grundwasser sehr stark verschmutzt werden könnten. Insbesondere, weil unsere Gegend so feucht ist. Die Proteste spiegelten auch die allgemeine Stimmung wider. Patrick Kenny hat zu Recht angeführt, dass die Mobilisierung in Mężczyzn im Vergleich zur Größe der Bevölkerung nie und nirgendwo sonst in Polen zwischen 1981 und 1989 ihresgleichen fand. 1988 hat eine WIP-Sektion in Breslau eine Petition an das Präsidium eingereicht und sie verlangten, dass man sich von dieser Energiequelle wegbewegt. Sie warnten vor den gesellschaftlichen und Umweltauswirkungen. Sie hatten auch die Besorgnis, dass das Ganze für die atomare Bewaffnung verwendet werden könnte. Aber sie waren insbesondere auch gegen die zivile Nutzung eingestellt. Diese
Unzufriedenheit angesichts der Gefahren, die Tschernobyl darstellten, führte zu einer tieferen Missstimmung unter den Umweltgruppen, die in der DDR nach Tschernobyl entstanden ist. Besonders die Umweltbibliothek zu erwähnen, in der Zionskirche in Berlin, bitte. Nach Wolfgang Rüttenklau, einem der Begründer, hatte die Umweltbibliothek etwa 50 Mitglieder bei der Eröffnung. Über die nächsten 3 Jahre diente sie dann als eine Art Schaltstelle für die Umweltbewegung und andere Oppositionsgruppen. 1988 gab es bereits verschiedene Umweltbibliotheken in anderen Städten, wie etwa Leipzig, Erfurt und even Groß-Hennersdorf in der Oberen Lausitz. Die Umweltbibliothek war auch wichtig, weil es zunehmend auch Umweltblätter, also eine Art Untergrundbrief, veröffentlichte. Die erste Auflage wurde als Informationsblatt über Tschernobyl herausgegeben. Bei der zweiten Ausgabe hieß es dann: Seit diesem Versagen des Reaktors in Tschernobyl haben sich immer lautere Stimmen erhoben, die die Rückkehr zu den älteren Formen der Energie verlangen, also Wasser und Wind. Diese Umweltblätter brachten auch Informationen über Dissidentenbewegungen sowohl in der DDR wie anderen osteuropäischen Ländern. In der Zeit 1986 bis 1981 wurde sie eine der erfolgreichsten Untergrundpublikationen in der DDR mit einer Auflage von etwa 150 bis mehr als 2000 im Jahr 1989. Wie in Polen haben die Ängste vor solchen nuklearen Unfällen große Höhen erklommen. Obwohl die DDR 2 funktionierende AKWs hatte, sollte sogar und auch ein neues in Stendal gebaut wurde, in der Nähe von Magdeburg. 2 miteinander verheiratete Ärzte, Erika und Ludwig Drees, fachten Opposition gegen die geplante größte Nuklearanlage in der DDR an. Sie waren in der christlichen Friedensbewegung und in Umweltbewegungen aktiv. Als Ärzte hatten sie natürlich besondere Glaubwürdigkeit, die sonst wahrscheinlich gefehlt hätten. Das führte dazu, dass die DDR ihre Kernkraftpolitik überdachte. Obwohl die DDR dieses Projekt weiterführte, blieb es unvollendet und wurde nach der Wiedervereinigung nicht fortgeführt. Einige Briefe wurden von der Umweltbewegung geschrieben. An den sächsischen Bischof in Magdeburg, Christoph Demke, schrieb Erika Drees: Wir bitten, dass unsere Kirche den verantwortlichen Gebrauch der Nuklearenergie als Thema anspricht. 25 Bewohner der Stadt hatten unterzeichnet. Sie erklärte, dass im Licht der Tschernobyl-Katastrophe und der bekannten Gefahren der Radioaktivität für das Leben auf Erden wir nicht still sein können. Zugleich haben Bewohner und Aktivisten in Magdeburg verlangt, dass der Parteistaat diesen Bau einstellen möge. Sie wiesen auf das Three Mile Island-Unglück in den USA und auf Tschernobyl hin und sie sagten, es geben unvorhersehbare Folgen eines Nuklearunfalls. Die Evakuierung der Bevölkerung sei unmöglich. Eine weitere Petition wurde direkt an Erich Honecker geschickt. Damit wurden auch die Probleme aufgeworfen und die Probleme zurück an die Zensur des Parteistaates gegeben. Stendal wurde also ein Sinnbild für die Gefahren sowohl der Kernkraft wie auch der Defizite des Kommunismus in Osteuropa. Man fing an, darüber nachzudenken, wie man die Abhängigkeit von diesen Energieformen beenden könne. Sie zogen den Schluss, dass sie dann unmittelbar die Einstellung der Bauarbeiten in Stendal verlangen müssen. 3000 Polen haben in ganz ähnlicher Weise in der nordpolnischen Stadt Białystok eine Petition an den Sejm unterzeichnet, wo sie ebenfalls den Baustopp für Czernowiec verlangten. Sie teilten die Besorgnisse angesichts von Tschernobyl wegen des Baus neuer Kernkraftwerke. In den Jahren nach Tschernobyl blieb das Unglück weiterhin eine zentrale Stelle, um die herum sich dann Umweltproteste und auch Zweifel am kommunistischen System bündelten. Es ging also nicht mehr nur um die Gefahren der Kernkraft, sondern auch
Das System, das so etwas zulassen konnte, wurde in Frage gezogen. 1988 gab es eine Arbeitsgruppe zur Kernenergie in Quedlinburg. Und Sie haben den Schluss gezogen, dass die Kernenergie im Sozialismus andere Dimensionen hat als nur die technischen. Es gibt auch politische Faktoren. Sie sahen sich selbst auch als Teil einer weltweiten Bewegung. Und Sie behaupteten, wir glauben, dass wir dasselbe denken wie Menschen in Japan, USA, Frankreich, England, Indien und vielen anderen, also in den anderen zwei Dritteln von Deutschland. In Polen wurde die Kernkraftfrage ebenfalls eine umfassende Bewegung und diente als Selbstbild der Umwelt. Krakaus PKE hat 1988 eine Chronik der Unfälle aufgestellt. Das begann 1957 mit Windscale in England, ging dann zu Three Mile Island, dann zu Tschernobyl, dann Czernowiec und zu dem weniger bekannten Warta Klemitsch. Als Teil dieser umfassenderen Positionierung in der internationalen Bewegung wurde Polen wirklich ein herausgehobener Punkt für die Aktivisten in Osteuropa. Sie haben herausgefunden, dass ein Treffen in dem ziemlich locker geführten Polen eine hervorragende Chance war, nicht nur für die Begegnung der Teilnehmer, sondern auch für den Aufbau von Kontakten mit den anderen Ländern. Ein englischsprachiges Netz wurde 1985 gegründet, Greenway. Und hier wurde dann das Thema Luftverschmutzung mit aufgegriffen. Hier ging es also auch darum, die Frontstellung des Kalten Krieges zu überwinden. Zwischen 1986 bis 1989 waren Fragen der kommunistischen Legitimität sozusagen ummantelt von Fragen des Kernunfalls in Tschernobyl. Die Nuklearfrage blieb stets umstritten. Bei den runden Tischgesprächen 1989 wurde zur Ökologie ein Untertisch aufgesetzt. Ein Politikwissenschaftler, Barbara Hicks, hat notiert, Diskussionen an diesem Untertisch zum Thema Ökologie sind ziemlich flüssig verlaufen. Man fand ein Übereinkommen zu allen Themen, außer bei der Kernkraft. Im nächsten Jahr, während der deutschen Wiedervereinigung, wurde ein Umweltrahmengesetz zum Thema Emissionen und Luftqualität mit vorgesehen. Kernenergie und die entsprechende Technologie jedoch zeigte sich weiterhin als umstritten. Dennoch wurde Tschernobyl wirklich ein ganz entscheidendes Werkzeug zur Diskreditierung des Kommunismus in Osteuropa. Zum Ersten waren Umweltfragen stets eine Quelle des Unbehagens, sowohl für Ostdeutsche wie für Polen gewesen. Zweitens wurde die Freiheit, die durch Glasnost ermöglicht worden war, auch zum Ventil für einen größeren Ausdruck dieses Unbehagens. Drittens erlaubte die gemeinsame Erfahrung von Tschernobyl und eine zunehmende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, dass man jetzt nicht nur die Richtigkeit des sowjetischen Nuklearprogramms, sondern die Legitimität des Systems überhaupt in Frage stellte. Tschernobyl stellte also nicht einen Wendepunkt oder Katalysator für einen Wandel in der Umweltpolitik in der DDR und Polen dar. Stattdessen hat wirklich Tschernobyl zum Zerfall des gesamten Systems beigetragen. Danke, Julie, für die Erklärung der Situation in Polen und der DDR. Über zu Deutsch. Ich freue mich sehr, Ihnen und euch Maria Schubert vorstellen zu können. Maria Schubert hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert an der Universität Tübingen und University of North Carolina und hat ihr Studium abgeschlossen 2011 und sofort eine Dissertation angeschlossen, die noch ganz frisch ist. Ich habe es so verstanden, die ist dieses Jahr zu Ende geführt worden. Und zwar mit dem Titel We Shall Overcome, die DDR und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Und dazu hast du auch veröffentlicht, zum Beispiel zu Martin Luther King und die DDR. Genau. Ich würde sagen, fang einfach an. Im Mai 1986 verfassten Mitglieder der oppositionell orientierten Umwelt- und Friedensbewegung den Appell Tschernobyl wirkt überall. Die Mitinitiatorinnen Vera Wollenberger und Silvia Müller trugen in den folgenden 141 Tagen 141 Unterschriften zusammen
und überreichen den Appell am 5. Juni 1986, dem Weltumwelttag, dem Ministerrat der DDR und der Staatlichen Nachrichtenagentur. Die Verfasser kommentierten zu Beginn des Dokuments zu Tschernobyl Folgendes. Doch nicht nur die Bedrohung durch havarierte Kernkraftwerke ist augenscheinlich geworden, sondern ebenso die Auswirkungen einer verantwortungslosen und gesellschaftsgefährdenden Informationspolitik in Ost und West. Hier wurde entmündigt, desinformiert und verunsichert. Und dies nicht erst anlässlich von Tschernobyl, sondern schon vorher. Dies geschah keineswegs fahrlässig, sondern gezielt und aus benennbaren Gründen. Es war nicht nur die Unbeherrschbarkeit der Atomtechnik und die Sorge um Schäden für Mensch und Umwelt, die die Verfasser des Appells umtrieben. Der Kern der Kritik richtete sich gegen die Informationspolitik der DDR oder eben besser gesagt die Nicht-Informationspolitik und sogar zum Teil gezielte Desinformation. Zwar gab die DDR zwei Tage nach der Havarie eine kurze Meldung, bekannt eben über eine Havarie. Mehr Informationen erfolgten jedoch zunächst nicht. In den folgenden Wochen berichteten die staatssozialistischen Medien dann schon ausführlicher, aber stets mit der gleichen Grundbotschaft: Es ist alles unter Kontrolle und in der DDR herrscht keinerlei Gefahr für die Bürger. Ein Beispiel hierfür sehen wir auf der Folie abgebildet rechts unten, ein Expertengremium, das hier interviewt wurde. Wissenschaftler bestätigten, dass eben durch die Strahlung auf dem Territorium der DDR keine Gefahr für die Bürger besteht und dass auch die Kernkraftwerke der DDR sicher seien. Uns zugänglichen internen vorliegenden Messwerten von Milch, Gemüse und Fleisch zeigen allerdings, dass die Grenzwerte sehr wohl zum Teil stark überschritten wurden und eigentlich zur Einschränkung des Verkaufs und Konsums von bestimmten Lebensmitteln hätten führen müssen. Außerdem zeigte die interne Überprüfung der Kernkraftwerke der DDR, die nach Tschernobyl auch anberaumt wurde, starke Sicherheitsprobleme, die aber der Öffentlichkeit verborgen blieben. Trotzdem hatten die meisten in der DDR lebenden Menschen Zweifel an der von der Regierung ausgegebenen Berichterstattung. Das lag zum einen natürlich sehr stark auch am Westfernsehen, das der Großteil der Bevölkerung allabendlich konsumierte, und dort zeichnete sich eben ein ganz anderes Bild von den etwaigen Gefahren für die Bevölkerung. In den Westmedien kursierten ja sehr unterschiedliche Informationen. Auch dort versuchten vor allen Dingen bundesdeutsche Politiker zunächst zu beschwichtigen. Allerdings verhielten sich verschiedene Landes- und Kommunalpolitiker anders und natürlich Experten und Leute aus der Anti-AKW-Bewegung und Aktivisten veröffentlichten andere Werte und somit gab es eben ein allgemeines Informationschaos, das sozusagen auch auf die ostdeutsche Bevölkerung überschwappte und einströmte. Das nährte dort natürlich die Angst, gefährdet zu sein, und auch vor allen Dingen die Zweifel an der Informationspolitik der eigenen Bevölkerung, der eigenen Regierung. Denn wie konnte es sein, dass Milch und Gemüse aufgrund der hohen Belastung im westdeutschen Gebiet aus dem Verkehr gezogen wurde und nur einige Kilometer weiter im Osten dann ungefährlich sein sollte? Auf diese tiefe Verunsicherung der DDR-Bevölkerung, die die SED sehr wohl wahrnahm, reagierte sie allerdings wie immer. Die westlichen Informationen wurden als Propagandafeldzug gegen die sowjetische Friedenspolitik eingestuft und Warnungen galten eher als allgemeine Hysterie und die Maßnahmen wurden als völlig unnötig abgetan. Obwohl die ostdeutsche Bevölkerung den Westmedien nicht unbedingten Glauben schenkte, fühlte sie sich doch von ihrer eigenen Regierung nicht ernst genommen, alleingelassen und vor allen Dingen unzureichend geschützt. Für diese These sprechen auch Berichte der Staatssicherheit, die Diskussionen in der Bevölkerung zum Thema Tschernobyl festhielten. Viele der Bürger kritisierten dabei gar nicht so sehr die Atomkraft per se, die für die Mehrheit zur damaligen Zeit noch als alternativlos erschien, sondern eben den Umgang der Regierung mit der Katastrophe. Selbst DDR-Bürger, die ihrem Staat eigentlich positiv gegenüberstanden, sahen in der Reaktion der SED auf die Katastrophe ein starkes Problem.
Wie stark das Misstrauen gegenüber der Informationspolitik war, zeigte auch, dass angesichts von Tschernobyl der Konsum von Frischmilch und Gemüse auch auf dem Territorium der DDR merklich zurückging. Nun war die Vorenthaltung von Informationen und zum Teil auch die gezielte Desinformation für DDR-Bürger ja kein neuartiges Phänomen. Aber, so meine These, es tangierte die Menschen eben besonders stark, weil diese Informationspolitik die Gesundheit des Einzelnen gefährdete. Für die SED, die sich sonst ihrer besonderen Fürsorge für die Menschen rühmte, schien das Grundbedürfnis nach der Gesundheit ihrer Bürger zweitrangig. Es war diese fahrlässige Falschinformation durch die Staatspartei, die zu einem starken Vertrauensverlust der Bevölkerung führte. Und dies führt mich zu meinem zweiten Punkt, denn dieses Informationsdefizit schuf wiederum ein Momentum für die unabhängige Umweltbewegung. Wie meine Vorrednerin schon angesprochen hat, war das Thema Umwelt in der DDR nicht neu. Bereits in den 70er Jahren wurde vor allen Dingen stark über die sterbenden Wälder diskutiert und es bildeten sich unter dem Dach der evangelischen Kirche verschiedene Ökologiekreise, die selbst etwas gegen die Umweltverschmutzung tun wollten. Die meist noch jungen Leute organisierten zum Beispiel Baumpflanzaktionen oder sogenannte Fahrraddemonstrationen. Diese Aktionen fanden im öffentlichen Raum ohne staatliche Genehmigung statt und waren der Staatspartei schon allein deshalb suspekt. Ganz zu schweigen natürlich von der inhärenten Kritik an der Umweltpolitik, die diese Aktionen mit sich brachten. Somit waren umweltbewegt von Beginn auch staatlicher Überwachung und Drangsalierung ausgesetzt. Trotz vieler regionaler Aktionen, die sich also auch schon vor Tschernobyl abspielten, muss jedoch einschränkend gesagt werden, dass die Zahl der Engagierten klein war und eine Vernetzung der Gruppen untereinander sich schwierig gestaltete. Die Resonanz in der Öffentlichkeit blieb meist doch lokal begrenzt. Und so meine These, diese Dinge änderten sich zumindest teilweise mit Tschernobyl im April 1986. Das hatten wir schon. Tschernobyl katapultierte das Thema Atomenergie und seine Auswirkungen auf Natur und Mensch an vorderste Front des öffentlichen Interesses. Der GAU führte zunächst also zu einem enormen Interessensschub für die Arbeit der bereits vorhandenen Ökologiegruppen. Zwar bot das Westfernsehen auch einen ersten Anlaufpunkt, aber schriftliche Informationen oder gar Informationen über die Verhältnisse in der DDR waren ja sehr schwierig zu bekommen. Und die Umweltgruppen sprangen eben in dieses Informationsdefizit und machten Angebote zur offensichtlichen Beschwichtigungspolitik der SED. Tschernobyl wirkte aber auch als Katalysator für die Gründung neuer Initiativen, dabei das eins der wichtigsten Zentren der DDR Umwelt- und Oppositionsbewegung im Allgemeinen, der Berliner Umweltbibliothek. In den Räumen der evangelischen Zionsgemeinde konnten dort Bücher und Schriften zur Umwelt, aber auch zu anderen Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie gelesen werden. Neben der Neugründung von Gruppen brachte die Katastrophe das Thema Umwelt auch in anderen oppositionell ausgerichteten Kreisen wie den Friedensgruppen stärker in den Vordergrund. So entstammte der eingangs zitierte Appell auch aus den Zirkeln der Friedens-, also der ursprünglich eigentlich Friedenskreise, die sich aber nun auch dem Thema Atomenergie zuwandten. Man sieht also diese Verzahnung auch der Themen, die sich dort abspielte. Die Atomenergie, die Kritik an der Atomenergie war immer verbunden mit einer umfassenden Systemkritik und eben auch anderen Themen. Insofern würde ich auch dafür plädieren, den Begriff Umweltbewegung eher als breiten Begriff zu verstehen. Es ging um das Zusammenspiel zwischen Mensch, Natur und Staat, das sich eben in seiner Gesamtheit ändern müsste und zum Beispiel auch den persönlichen Lebensstil umfasste. Und als logische Konsequenz daraus verhandelten die Ökologiekreise, aber auch die Friedensgruppen eben Umweltthemen gemeinsam mit anderen Themen wie Menschenrechten, Frieden, Demokratie oder auch Konsumverhalten. Tschernobyl verstärkte den Trend hin zur Entstehung einer alternativen Öffentlichkeit, wofür die Berliner UB ein treffendes Beispiel ist. Die Räume waren Treffpunkt, Informations- und Diskussionsraum, was sich
auch an der weiteren Verbreitung der Publikationen darstellte. Und wie Thüli auch schon anmerkte, war die UB eben eines unter vielen Beispielen, sicherlich das prominenteste, aber auch in anderen Territorien der DDR bildeten sich eben auch öffentlichkeitswirksame Aktionen heraus. Tschernobyl wurde auch zu einem einenden Moment für verschiedene Umweltgruppen und verschiedene andere Oppositionsgruppen in der DDR. Denn durch Tschernobyl rückte ein gemeinsamer Gegner in den Fokus, die Atomkraft. Also dieser GAU erzeugte in gewisser Art und Weise oder verstärkte das Gefühl, eben zu einer Umweltbewegung zu gehören, die auch weit über die DDR hinausreichte. Die Umweltbewegten interessierten sich dabei nicht nur für die Umweltprobleme der DDR, sondern auch bezogen sich in ihrer Kritik auf die Atomkraft im Allgemeinen, speziell auch auf die BRD, aber auch auf die weltweiten Entwicklungen. Kritik an den existenten Staatssozialismen und deren Umweltpolitik ging oft somit Hand in Hand mit Kapitalismuskritik und der weltweiten Energie- und Umweltpolitik. Das zeigt auch der anfangs zitierte Appell, denn dort war ja von der Informationspolitik in Ost und West die Rede. Somit sprachen sich die Umweltgruppen dafür aus, dass die Reaktoren weltweit abgeschaltet werden und ein globales Umdenken stattfinden müsste. Dieser Weitblick wird auch an verschiedenen Samizdat der Umweltgruppen deutlich. So fanden sich dort häufig Beiträge zu DDR-Energiepolitik, aber auch Beiträge zu BRD oder zu Osteuropa und allgemein zur grünen Bewegung. Dieses internationale Denken war verbunden auch mit einer Vernetzung der Umweltbewegung. Dabei waren Kontakte nach Osteuropa, spezifisch nach Polen und natürlich zur BRD von Bedeutung. So fanden Treffen zwischen Grünen aus West- und Ostberlin statt und somit auch ein Informationsaustausch. Aber auch materiell war das wichtig, denn die Berliner UB zum Beispiel profitierte natürlich von der DDR gebrachten Literatur oder auch von Drucktechnik wie den Druckmaschinen. So waren die Umweltgruppen stets auch Teil einer deutsch-deutschen, einer osteuropäischen und letztendlich einer internationalen Umweltbewegung. Ich komme zum Fazit. Die wichtigste Folge Tschernobyls für die DDR sehe ich zum einen darin, dass Tschernobyl die mangelnde Fürsorge und die Reformunfähigkeit des sozialistischen Staates offenbarte und zweitens der Umgang der SED mit der Katastrophe oppositionellen Gruppen Zulauf verschaffte. Der Anfang vom Ende der DDR ist hierbei sicherlich nicht erst bei Tschernobyl zu suchen, sondern dessen Wurzeln und die verstärkte Formierung oppositioneller Gruppen reichte weiter zurück. Nichtsdestotrotz wollte ich mit diesem provokanten Titel deutlich machen, dass Tschernobyl und der GAU aber ein Baustein und gleichzeitig ein Symptom des Machtverfalls auch des ostdeutschen Staates war. Auch der Anfang der Umweltbewegung geht vor Tschernobyl zurück. Die atomare Katastrophe bewirkte aber, dass das Thema Umwelt und im Besonderen die Kritik an der Atomenergie in oppositionellen Gruppen eine stärkere Rolle einnahm und das Interesse für die Arbeit dieser Initiativen innerhalb der Bevölkerung enorm anstieg. Viele derjenigen, die 86 in Umweltgruppen aktiv waren und sich gegen die Atomkraft zusammenschlossen, wurden 89 zu wichtigen Akteuren der Bürgerrechtsproteste. Auf die eigenständige Umwelt- und Oppositionsbewegung wirkte Tschernobyl demnach als ein Katalysator. Als langfristige Folge des Unglücks gilt für die DDR außerdem, dass dem bisher propagierten atomaren Fortschrittsglauben und der Sauberkeit der Technik nun die Unbeherrschbarkeit eben dieser Technik und die Entgrenztheit der Folgen bei einem Unglück vor Augen geführt wurden. Angesichts der Wahlschappe der Grünen in den ersten Freien Volkskammer und den ersten gesamtdeutschen Wahlen würde ich allerdings konstatieren, dass die Desillusionierung über das Verhalten des eigenen Staates zur damaligen Zeit schwerer wog als der Schock über die Zerstörungskraft der Atomenergie. Dennoch war dies eine langfristige Folge. Der Prozess des Umdenkens in Bezug auch auf die Atomenergie war mit Tschernobyl stärker in der Bevölkerung angekommen und würde sich in den nächsten Jahrzehnten auch da in einer Beteiligung an der Anti-AKW-Bewegung manifestieren. Dankeschön.
Vielen Dank, Maria. Vielleicht können wir ja tatsächlich nachher über deine steile These, hast du gesagt, diskutieren. Es ist ja immer wieder so die Frage, was hat tatsächlich zum Ende der DDR geführt und wie viel Anteil hat daran Umwelt und die Umweltsituation gehabt? Also mich interessiert das persönlich auch immer wieder. Ja, genau. I think we are swapping over to... Ich glaube, wir wechseln nun wieder hinüber ins Englische. Timothy Brown möchte ich Ihnen vorstellen. Professor Brown ist Professor für Geschichte in der Northeastern University, aber zurzeit in Berlin. Er ist ein Stipendiat der American Academy. Die letzten 6 Monate oder so, 4 Monate, um es genau zu sagen. Ich glaube, Sie haben an Ihrem letzten Projekt gearbeitet, Ihr Buch zur Umweltbewegung und sozialen Bewegungen in Deutschland und anderswo. Wir hatten uns mal unterhalten. Ich erinnere mich daran, das begann nicht in den 70er Jahren, sagten Sie damals, sondern es habe in den späten 60er Jahren begonnen. In den 60er, 70er Jahren und 80er Jahren hatten wir sicherlich den Schwerpunkt Ihrer früheren Buchvorhaben zu sehen. 2 Titel möchte ich erwähnen. Professor Brown hat über Westdeutschland in den globalen 60er Jahren geschrieben, die antiautoritäre Revolte, dann die globalen 60er, Sound and Vision, Medien, Gegenkultur und Revolte. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Gut, also danke für diese beiden sehr schönen Vorträge. Ich möchte einige Bemerkungen zu beiden anfügen und dann einige Fragen anschließen, insbesondere an Julia Olds Thema. Es war sicherlich eine Art Wendepunkt, aber es ruhte doch auf lange angestauten Sorgen um die Umweltbewegung. Es ging auch um Fragen des Friedens und der Bürgerrechte. Das hat ja Maria Schubert hervorgehoben. Es war also zunächst mal herausgestellt, dass die Kernkraft nur eine der Umweltfragen war und nach Tschernobyl natürlich sehr viel mehr Wichtigkeit gewann als vorher. Ein Schlüsseleffekt war, wie Julie das sagte, dass eben vorhandene Unbehagensstimmungen noch mal wie in einem Brennglas verstärkte. So sagte sie das. Es wurde also die Legitimität des Kommunismus insgesamt angegriffen. Meine erste Frage an Julia ist also, in welchem Umfang erscheint das auch als ein Problem, das die Legitimität des Kapitalismus in Frage stellte? Galt dies also als ein Problem, das nicht nur mit dem Kommunismus zu tun hatte, sondern mit den modernen industrialisierten Gesellschaften insgesamt? Damit im Zusammenhang steht die Frage, in welchem Umfang es hier eine alternative Sicht oder eine utopische Sicht oder eine fortschrittsgetriebene Sicht auf die Gesellschaft in diesen Umweltbewegungen gegeben habe. Sie haben ja zu Recht hervorgehoben, diese Umweltfragen kreisten nicht nur um die Umwelt, sondern Umweltfragen galten immer auch als ein Symptom für tiefer liegende weitere Fragen. Das ist für mich eine wichtige Frage. In welchem Umfang oder inwieweit führte diese Umweltbewegung dann auch zu einem älteren oppositionellen Denken zurück, nämlich zum Angriff auf das Informationsmonopol der Kommunistischen Partei. Im Falle dieser beiden Ärzte, Erika und Drees, die Sie erwähnten, das erinnert mich doch an eine ganze Reihe von miteinander verknüpften Fragen. Die Rolle des wissenschaftlichen Sachverstandes, also des medizinischen Sachverstandes, könnten Sie vielleicht dazu etwas ausführen? Welche Rolle spielte diese wissenschaftliche Fachkunde
Ich denke, selbstverständlich hatten Ärzte mehr Legitimität, über diese Probleme zu sprechen, aber es gab dann sicherlich auch einen umfassenderen Personenkreis, der mehr hätte sagen können. In der DDR wissen wir, dass es wichtig war, in der Friedens- und Umweltbewegung. Es gab aber auch eine Art, wo es eine Überlappung von wissenschaftlichen, religiösen und politischen Besorgnissen gab oder Themen gab. Eine weitere Frage schließt sich da an, nämlich die Rechtfertigung für den Vergleich in diesem Vertrag. Ich würde nicht sagen, es sei nicht gerechtfertigt, aber ich frage mich doch, inwieweit die Umweltaktivisten in Polen und der DDR wirklich eine echte Beziehung hatten. Und war die Umweltbewegung in der DDR oder Polen wirklich anders als in anderen osteuropäischen Ländern? Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich Sie bitten, etwas mehr dazu zu erklären, in konkreteren Begriffen. Wie auch immer, es war wirklich ein sehr schöner Vortrag. Maria Schuberts Vortrag, Tschernobyl, Anfang vom Ende der DDR, hatte drei Hauptthesen. Die erste ist, dass die Informationspolitik der DDR das öffentliche Zutrauen untergrub. Tschernobyl stellte hier sozusagen den Tropfen dar, der dieses Fass des Misstrauens zum Überlaufen brachte. Zweite These, die Umweltbewegung wurde dann eben ausgeweitet auf andere Themenfelder. Das halte ich auch für richtig. Die dritte These ist, dass Tschernobyl das Wachstum und den Umfang internationaler Netzwerke zum Thema Frieden und Umwelt verstärken. Ich denke, diese drei Thesen kann ich voll unterstreichen, denn sie stimmen mit meinen eigenen Ansichten überein. Was mir wirklich gefällt an diesem Vortrag ist, dass Maria die Wichtigkeit der Information oder der Informationspolitik unterstreicht, sowohl in der Beziehung zwischen den Umweltgruppen wie auch dem Regime. Sie hebt auch zu Recht hervor, dass sogar auf ganz grundlegender Ebene Informationspolitik eine entscheidende Rolle spielt, weil eben die Bevölkerung der DDR auch westliche Medien zur Verfügung hatte. Und sie hat auch zu Recht hervorgehoben, dass auch die westlichen Regierungen nicht ganz offen waren, dass aber doch die öffentlich erschallende Alarmglocke die Öffentlichkeit wachrütteln konnte. Das heißt, ich stelle also an Maria Schubert ganz ähnliche Fragen wie an Julia Ault, nämlich die Rolle der Wissenschaft. Wir haben in Ihrem Vortrag natürlich auch einiges gehört zu den regimefreundlichen Wissenschaftlern, die die Parteilinie unterstützen. Wir wissen aber, es gab in der DDR auch oppositionelle Wissenschaftler. Vielleicht könnten Sie etwas über diesen Kreis in Jena sagen. In Jena gab es ja Wissenschaftler. Nun, da stellte sich heraus, Wissenschaftler können die Regierung unterstützen oder das Regime unterstützen, aber sie können auch gewissermaßen Opposition bilden. Einige Wissenschaftler wurden dafür bezahlt, zu sagen, dass es nicht geschehen sei, dass das nicht geschehe und so weiter. Beide Autorinnen, beide Vorträge unterstrichen, dass Tschernobyl dazu beitrug, dass bereits bestehendes Unbehagen noch kristallisierte. Dieser Gedanke, darüber nachzudenken, inwieweit Tschernobyl eine Art Durchbruch gewesen sei in vielerlei Hinsicht. Wenn man eine Frage so stellt, dann ist die Antwort üblicherweise nicht einfach. Ich glaube, beide Vorträge zeigten, dass es sowohl ein Durchbruch war, wie auch eine Fortsetzung oder Verstärkung vorherbestehender Sorgen. Maria Schubert hat 7 Wirkungen des Tschernobyl-Unglücks hervorgehoben. Verstärktes Interesse an Kernenergie, 2.
Erachtens zunehmende Gründung von Umweltgruppen, wie zum Beispiel die Umweltbibliothek, zunehmender Rang von Umweltfragen in der Friedensbewegung, Kritik des gesamten Systems, Schaffung von einer alternativen Öffentlichkeit rings um Umweltthemen, insbesondere zum Thema Tschernobyl, zunehmend das Gefühl, dass man einem grenzüberschreitenden Bewegungszusammenhang angehöre und auch ein blockübergreifendes kritisches Denken, nicht nur gegenüber dem Sozialismus, sondern auch gegenüber dem Kapitalismus. Es gab also sowohl Ost-Ost- Verbindungen wie auch Ost-West-Verbindungen. Könnten Sie vielleicht etwas darüber sagen, welche Unterschiede gab es in diesen beiden Beziehungsarten? Einerseits die blocküberschreitende Zusammenarbeit und dann auch die Verknüpfung im östlichen Block. Schließlich auch eine Frage, die beide Vorträge aufgeworfen haben, nämlich die Frage der Angst. Angst ist sicherlich sehr wichtig. In der Begriffsgeschichte wurde vieles geleistet zur Geschichte des Angstbegriffes. In der Anti-Atom-Bewegung wurde es ja, so wurde das gestern dargestellt, spielte Angst eine wichtige Rolle, wie auch das Argument des Angstmachens. Vielleicht ist hier auch der Ort, wo weitere vertiefende Studien angezeigt sind. Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu verlieren. Wie auch immer, es waren zwei sehr schöne Vorträge. Dankeschön. Vielen Dank, Tim, für diesen Kommentar. Wir haben noch 25 Minuten für die Diskussion. Ich möchte zunächst Ihnen beiden das Wort erteilen, um alle oder einige der Fragen von Timothy Scott Brown zu behandeln. Möchten Sie anfangen, Julia Ault? Ja, ich kann das gerne machen. Das sind wirklich ganz tolle Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich das Gefühl habe, ich möchte über alle sehr viel sagen. Ich versuche mal, die ersten beiden Fragen miteinander zu verflechten. Nämlich, hatten Sie wirklich tiefer sitzende Besorgnisse? Gab es da auch eine tiefgreifende Kritik am Kapitalismus? Und ich möchte das verknüpfen mit der Frage der Religion. Ich würde unbedingt sagen, für viele in der Umweltbewegung in der DDR sind sie sicherlich auch absolut kritisch gegenüber dem Kapitalismus im Westen. Sie sind kritisch gegenüber dem eigenen System, aber sie sagen, was dort drüben ist, das wollen wir auch nicht. Sie sind zutiefst besorgt über die moderne Industriegesellschaft, diese Konsumhaltung im Osten wie im Westen und auch dieses Katz-und-Maus-Rennen zwischen Ost und West, wo der Osten eben versucht aufzuholen mit verheerenden Folgen für die Umwelt, also die Plaste und Elaste und dergleichen mehr. Ich würde auch die Meinung vertreten, dass letztlich in der Kritik an diesen beiden Phänomenen etwas zusammenfloss, nämlich eine Kritik am technokratischen Weltbild. Das war schon früher, mindestens seit den 1960er-Jahren. Wir werden unsere Ressourcen immer rationeller einsetzen und deshalb werden wir gewinnen. Das war so, und zwar der Sozialismus. Das war sozusagen der Slogan. Religion spielte eine wichtige Rolle. Sie verlieh der Kritik besondere Macht und Kraft. Antikommunistisch, antikapitalistisch, zugleich waren sie. Das ist die Sprache. Man sei ein Anwalt von Gottes Schöpfung. Das ist eine sehr wirkungsvolle Alternative. Ich würde nicht sagen, dass alle Umweltaktivisten in Ostdeutschland wirklich gläubige Christen waren. Einige jedoch waren es, insbesondere in der protestantischen Kirche, wurde diese Glaubensüberzeugung eine sehr wirkungsvolle Kritik und auch eine Alternative zu den offiziellen Sprachregelungen. Die Frage des wissenschaftlichen Sachverstandes. Nun, das hat lange Zeit gefehlt in der Umweltbewegung. Viele Wissenschaftler waren eben regimetreu. Sie hatten keinerlei Willen, sich dagegen auszusprechen. Für Informationen gab es natürlich dann weniger freie Zugangsmöglichkeiten. Nach
der Tschernobyl-Katastrophe ist nun die Umweltbewegung wirklich imstande, mehr und mehr Wissenschaftler auch anzuziehen. Die Naturwissenschaftler sagten also Leute, wir können das wirklich klipp und klar messen, wie verschmutzt das Wasser ist. Das war ein wichtiger Moment. 1982 hatte die SED alle Umweltdaten unter Verschluss genommen. Die Umweltdaten waren nicht zugänglich in der DDR. Und das war, also insofern war Tschernobyl ein wichtiger Wendepunkt. Schließlich der Vergleich mit Polen. Das hat mit meiner Doktorarbeit zu tun. Das wird auch im Manuskript schon so gesagt. Ich versuche Ostdeutschland als eine Art Zusammenfluss von typisch deutschen Traditionen, Umweltschutzbewegung, protestantischen Bewegungen, einerseits zugleich auch ein Zusammenfluss mit dem sowjetischen System, mit dieser sehr stark von oben her gesteuerten Volkswirtschaft. Ostdeutschland wird also ein einzigartiger Brennpunkt, ein Kreuzungspunkt und überbrückt sozusagen die Spaltung zu Zeiten des Kalten Krieges, weil es eben bei sowohl dem Westen wie dem Osten angehörten, während Polen eine Art westlichen Kommunismus vertritt. Polen ist deswegen ein hervorragender Vergleichsgegenstand. Also für ein schlechter leistungsfähiges kommunistisches System. Das heißt, die Volkswirtschaft hatte immer schlechte Wirtschaftsdaten, aber es gab mindestens eine funktionierende Opposition. Lange vor der DDR, es gab Verbindungen. Die ostdeutsche und die polnische Regierung arbeiteten eng zusammen, vor allem in den 60er und 70er, zum Beispiel in der Frage der Wasserrechte, in der Frage der Flüsse, die in die Ostsee flossen, gab es eine enge Zusammenarbeit. Insbesondere nach 1985 konnten sich die Aktivisten innerhalb des Ostblocks leichter bewegen. Polen wird also eine Art Schaltstelle, Treffpunkt für grenzüberschreitende Bewegungen, sogar für westeuropäische, westdeutsche Aktivisten war es leichter, nach Polen zu gelangen als nach Ostdeutschland. Das heißt, in Orten wie Krakau war es wirklich dann sehr bequem möglich, unterschiedliche Themen zu besprechen. Es gab auch eine Greenway. Das war wirklich ein Netzwerk von Umweltgruppen in englischer Sprache. Das sind Umweltgruppen in Osteuropa, Polen und Ungarn. Waren die ersten Länder, die sich dem anschlossen, einige der baltischen Staaten, die Ostdeutschen, Tschechoslowakei entsandte auch oder hatte auch einige Aktivisten. Aber Polen war wirklich die entscheidende Drehscheibe der Kommunikation in den osteuropäischen Ländern. Darf ich eine Frage anfügen? Wir haben oft darüber gesprochen, dass Polen mit der ganzen Frage und mit der Opposition anders umging als die DDR. Haben Sie schon irgendwelche vorläufige Schlüsse gezogen, weshalb das so sein konnte? Weshalb die Opposition in Polen sehr viel leichter war als in der DDR? Tja, das ist ja eine Riesenfrage. Ich würde sagen, ganz knapp, es gab weniger Glauben an das kommunistische System von Anfang an. Seit dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst waren sie durch Deutschland besetzt, dann durch die Sowjets. Als sie eigentlich die polnische Unabhängigkeit wollten, mit der Exilregierung in London. Zugleich aber ist die katholische Kirche dort sehr stark. Die ist ja sehr stark antikommunistisch. Das heißt, es gab eigentlich einen Glaubensverlust gegenüber dem kommunistischen System. Und in Deutschland gab es in einigen Kreisen Kommunisten, die die KZs überlebt hatten oder die im Exil in Moskau gelebt hatten. Das heißt, da gab es wirklich dieser Träger des Glaubens daran, dass die DDR eine Chance verdient habe. Nicht überall, aber doch sehr weit verbreitet. Sure. Thank you, Tim, for your great comment. Maria, bitte. Ja, danke, Tim, für diese sehr interessanten Kommentare.
interessante Fragen. Einige von denen kann ich vielleicht beantworten, andere wiederum nicht. Ich möchte hier auch noch etwas hinzufügen. Julia hat ja schon über diese alternative Vision gesprochen und es wird manchmal vergessen, die meisten Menschen, die sich an Friedens- und Umweltgruppen beteiligt haben, waren auch sehr stark links ausgerichtet politisch. Das heißt, es ging dabei nicht um die Errichtung eines kapitalistischen Systems wie im Westen. Ich denke mal, die meisten in dieser Bewegung wollten eher das, was man als sozialistische Demokratie bezeichnen könnte. Als dritten Weg, meint Julia. Ja, genau, als dritten Weg. Ich denke mal, dass wir wegen der Wende manchmal diesen Eindruck haben, dass diese Menschen in diesen Protestbewegungen die Wiedervereinigung Deutschlands angestrebt haben. Aber ich denke mal, der Ausgangspunkt ihres Protests war letztlich dann ein ganz anderer. Dann die Rolle der Wissenschaftler und insbesondere der oppositionellen Wissenschaftler. Was wirklich interessant ist, ist, dass von Staatswegen aus, vom Staat aus, viele wissenschaftliche Artikel mit Daten veröffentlicht wurden. Und insbesondere in Kirchenkreisen gab es dann doch auch viele Menschen, die sich mit den wissenschaftlichen Details sehr gut auskannten, die sehr viel wussten, zum Beispiel über die wissenschaftlichen Details der Atomenergie. Es gab dann also diese Einrichtungen wie das kirchliche Forschungsheim in Wittenberg und andere kirchliche Einrichtungen, in denen Menschen wirklich Forschungsarbeit geleistet haben und sich mit den Spezifika der Atomenergie befasst haben. Das heißt also, in diesen Gruppen, in diesen Einrichtungen wurde letztlich eine Art von alternativen wissenschaftlichen Ansatz entwickelt. Das waren alternative Wissenschaftler, die dort tätig waren. Und genau auf diese Weise wurde eben ein Gegengewicht gesetzt zu den offiziellen staatlichen Wissenschaftlergruppen. Aber die internen Dokumente, die ich mir angesehen habe, haben auch gezeigt, dass es Diskussionen gab. Zum Beispiel über die Sicherheit der Atomkraftwerke in Ostdeutschland. Das ist also etwas, was sie offiziellen Spezialisten, die staatlichen Wissenschaftler auch diskutiert haben, aber diese Diskussionen wurden natürlich intern geführt und nicht öffentlich gemacht. Ein weiterer Punkt, den Julia ja auch schon angesprochen hat, die verschiedenen Netzwerke und die Rolle von Ostdeutschland zwischen dem Osten und dem Westen. Ja, das ist natürlich etwas ganz Spezielles, denn Ostdeutschland gehörte zum einen natürlich zu Deutschland, das war ein deutsches Land. In gewisser Weise gehörte die DDR war natürlich auch zu Osteuropa. Das ist eine interessante Sonderstellung. Das heißt also, es gab die Verbindung, insbesondere nach Westdeutschland, aber auch zu östlichen Ländern. Ich denke mal, das sind Beziehungen und das ist eine Situation, die man sich mal genauer angucken könnte, um zu sehen, inwieweit die Diskussionen, die oppositionellen Diskussionen, ähnlich oder unterschiedlich geführt wurden. Und dann, Tim, ich fand Veronikas Vortrag gestern Abend auch sehr interessant, als sie von der Angstabwehr und der Sicherheitskultur gesprochen hat. Das ist auch mal eine interessante Sichtweise auf die Anti-Atomkraft-Bewegung. Und ich denke mal, die Rolle der Emotionen, der Gefühle ist natürlich auch ganz wichtig in dieser ganzen Geschichte, auch wenn ich diese Frage nicht vollständig beantworten kann. Es ist definitiv eine wichtige Rolle. Ja, Herr Radgau. Tschernobyl, Spiegel, das Titelbild hier projiziert Angst von 1986. Diesem Spiegel habe ich damals den Tschernobyl-Essay geschrieben und ich habe als Gag, als Einstiegsgag habe ich damals genommen, dass 1981 der CSU-Abgeordnete Engelsberger beifällig den sowjetischen Umweltminister Juri Israel referierte, die sowjetischen Kernkraftwerke seien hundertprozentig sicher. Auf den ironischen Zwischenruf des SPD-Abgeordneten Kartenhusen, und das glauben Sie, erwiderte er, hier wären die Russen für uns zum ersten Mal Vorbild, Herr Kartenhusen. Ich glaube, das ist als Hintergrund gar nicht unwichtig zu wissen, dass in welchem Maße die Sowjets bis noch in die 80er Jahre selbst bei scharfen Antikommunisten als Meister
der Spitzentechnik galten, auch zu, also auch seit dem Sputnik. Nicht? Also das war keineswegs nur DDR-Propaganda. Ich habe einen Doktoranden, Christian Möller, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der über die Umweltpolitik der DDR promoviert, und dem habe ich ihr Paper durchgemailt, der hat es auch mit Anmerkungen versehen, also überwiegend positiv, aber die Frage, ob, tja, ich meine, die, Sie haben ja ganz richtig bemerkt, die Umweltbewegung in der DDR begann auch schon Jahre vor Tschernobyl. Eine ganz interessante Frage ist nun, ob Tschernobyl wirklich einigend auf die Umweltbewegung wirkte. Also das wird von Christian Möller eher bezweifelt. Sie haben ja so nebenbei erwähnt, das ist ja auch sehr interessant, dass eigentlich die überwiegende Stimmung in der DDR nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber der Kerntechnik war. Ich habe einige Zeit nach Tschernobyl ein langes Gespräch mit einem DDR-Studenten gehabt, der an sich scharf oppositionell gegenüber dem SED-Regime war, sich aber auch ärgerte über die westdeutsche Tschernobyl-Aufregung. Er sagte, typisch ist ein Luxusland, wir ersticken alle im Braunkohledampf und die wüten so gegen die Kernenergie. Also Christian Möller meinte, Tschernobyl hätte eher auch so einen gewissen spaltenden Effekt gehabt, so zwischen basisdemokratischen Bestrebungen und so mehr Vernetzungsbestrebungen innerhalb der Umweltbewegung. Ich gebe es nur wieder, ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht möchtest du darauf antworten, Maria? Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie mein Paper schon da weitergegeben haben. Ich freue mich auf die Kommentare von Christian Möller dann. Und ja, also ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe ja in meiner Dissertation auch eigentlich ein anderes Thema behandelt. Ich habe mich eben, bin eigentlich so, ja, DDR-Historikerin, habe mich viel mit Oppositionskreisen beschäftigt. An dem Tschernobyl-Thema bin ich jetzt tatsächlich erst die letzten Monate dran und habe das Podium hier auch mal genutzt, um ein paar Thesen auszutesten. Insofern bin ich, finde ich das sehr gut, dass da auch andere Anregungen kommen, und das interessiert mich sehr, was Christian da macht, und da werde ich mich noch näher damit beschäftigen. Also vielen Dank, da freue ich mich drüber. Ja. Ich glaube, jetzt eher zuerst war Frank Bösch dran. Yes, thank you very much. Vielen Dank für beide Präsentationen. Ich habe eine Frage, die vielleicht für Sie beide entscheidend ist. Nämlich die Frage zur Auswirkung dieser öffentlichen Diskussionen. Denn Sie haben sich in Ihren Präsentationen ja auf die Öffentlichkeit oder auf die Bürger und Bürgerinnen der DDR konzentriert. Aber wenn wir uns einmal über die Auswirkungen unterhalten, dann können wir doch auch mal darüber sprechen, welche Diskussionen intern innerhalb der SED geführt wurden. Und das wäre meine Frage. Ich interessiere mich auch sehr für interne Debatten nach Harrisburg und nach Tschernobyl. Und mein Eindruck ist, dass die Experten, Sie haben das ja ganz kurz auch angesprochen, dass die Experten intern innerhalb der SED auch Kritik üben, dass es kritische Berichte an die SED gab von Experten, von Spezialisten. Können Sie also vielleicht etwas mehr über diese geheimen, nicht öffentlichen, internen Diskussionen zwischen Experten und der SED etwas beleuchten? Vielleicht könnten Sie dazu einige Worte sagen, wie innerhalb der SED und innerhalb von Expertenkreisen intern darüber gesprochen wurde. Und ein letzter Punkt noch. Natürlich muss man wirklich hervorheben, dass wir hier über ganz kleine Gruppen innerhalb der DDR sprechen. Das waren jeweils ein paar tausend Menschen, die in diesen Umweltgruppen überhaupt aktiv waren. Eine kleine Gruppe. Die Frage ist also, wie können wir dann die Auswirkungen von Tschernobyl auf die Mehrheit in der DDR einschätzen? Da gibt es Meinungsumfragen. Es gab auch Meinungsumfragen in den 90ern in Ost- und in Westdeutschland, im Osten und im westlichen Teil von Deutschland. Und da konnte man sehen, dass die Angst vor Atomenergie nicht in beiden Teilen Deutschlands gleich groß war in den 90er Jahren. Da gab es eine Diskrepanz. Es wäre interessant, das mal zu vergleichen. Eine Kleinstadt in Westdeutschland zum Beispiel oder eine kleine Stadt in Ostdeutschland zu vergleichen in diesbezüglich. Oder mal zu sehen, wie viele Menschen aus einer kleinen Stadt in Ostdeutschland wirklich von der Umweltbibliothek wussten.
Ja, vielen Dank für diese Fragen. Ja, wenn man sich die Umweltbewegungen und auch die Bewegung innerhalb der protestantischen Kirche, der evangelischen Kirche in den 80er Jahren ansieht, dann ist es natürlich nicht ganz einfach. Auf der einen Seite wollen wir über die Geschichte der Opposition sprechen und natürlich hatte die Opposition auch bei den Rundtischgesprächen und bei der Bürgerrechtsbewegung 1989 großen Einfluss. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Oppositionsbewegung war damals nach Tschernobyl natürlich zunächst einmal relativ klein. Ich bin ja nun keine Deutsche, aber ich habe doch einige Zeit jetzt in Thüringen gelebt, in Jena, und ich habe mit den Menschen dort gesprochen und die haben gesagt, ja, die Leute von der Kirche sind nicht immer sehr willkommen, sehr offen, weil sie einfach nach wie vor wissen, dass man nicht jedem trauen kann. Und in meinem Projekt konzentriere ich mich doch sehr auf die Rolle des Staates und des Umweltministeriums, die Rolle der Experten. Ich versuche also wirklich zu sehen, wie die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Menschen aus ihren jeweiligen Perspektiven sich der Umweltfrage gestellt haben innerhalb der DDR und auch in Polen übrigens. Und ich habe mir nicht so ganz spezifisch angesehen, wie Experten auf Tschernobyl reagiert haben. Aber nach etwa 1985, da habe ich mir Unterlagen des Umweltministeriums angesehen und Unterlagen anderer Einrichtungen wie der Gesellschaft für Natur und Umwelt. Und da kann man sehen, wie frustriert Wissenschaftler und Experten waren über die offizielle Staatslinie. Sie haben gesagt, Mensch, wir wissen doch, dass es diese Probleme gibt. Das hat schon bei der 1982 angefangen, als Umweltdaten als streng geheim klassifiziert wurden. Und die Wissenschaftler und Forscher waren damals immer frustrierter über die Situation der Umweltpolitik in der DDR. Und im Frühling 1989 gab es noch einen Wissenschaftler, der zu einem Treffen nach Westdeutschland gegangen ist und gesagt hat, ich gehe nicht zurück in die DDR. Das war ein paar Monate vor dem Fall der Mauer. Und Stephen Karkel hat in seinem Aufsatz über die Zivilgesellschaft einen ähnlichen Punkt dargelegt. Er hat gesagt, natürlich ist ein Grund, warum die Regimes in Osteuropa auseinandergebrochen sind, die Tatsache, dass man innerhalb des Systems nicht mehr an das eigene System geglaubt hat. Und dass es also auch innerhalb des Systems immer mehr Kritik gab am eigenen System. Das mit dem Fallbeispiel finde ich auch eine gute Idee. Ich wollte noch mal was zur allgemeinen Öffentlichkeit sagen. Ich glaube, war Tschernobyl eher so dieses Informationsproblem, was die Leute geschockt hat. Nicht so sehr, also diese Angst vor der Atomenergie auch, aber der erste Effekt war, glaube ich, wirklich dieses, wir wussten ja nichts. Also wenn man heute auch irgendwie mit vielen Leuten redet, ist das immer so das Erste, was kommt, habe ich so das Gefühl und auch das, was sich in den Quellen widerspiegelt, dass man wirklich dass man nicht informiert worden ist, also dass das wirklich immer an erster Stelle steht. Und das Zweite, also diese Angst vor der von erneuten Atomunfall und so weiter ist natürlich da, aber trotzdem glaube ich eher an zweiter Stelle. Und das finde ich sehr interessant, aber auch das mit den Opinion Polls ist wirklich eine Sache, die man nochmal weiter verfolgen sollte und da nochmal tiefer in die Materie einsteigen. Also danke für die Anregungen. I also think that was a worthwhile question. Ja, und dann gab es ja noch eine andere interessante Frage, die Sie hier aufgeworfen haben. Denn wenn wir ganz akkurat und präzise vorgehen wollen, dann können wir ja kaum von einer Bewegung sprechen. Das waren nur ein paar hundert Menschen, das waren nicht mal ein paar tausend Menschen. Es waren einige hundert Menschen. Natürlich kann auch so eine kleinere Bewegung eine große Wirkung erzielen. Aber die Frage ist, kann man da dann wirklich von einer Bewegung sprechen bei einer so kleinen Mitgliederzahl? Ich glaube, Luigi wollte als Nächstes etwas sagen. Sie haben beide über die Kirche gesprochen. Aber die Kirche, das ist ja zumindest immer protestantisch größtenteils gewesen. Zumindest die Kirche, so wie Sie von ihr gesprochen haben. Was ist also mit der katholischen Kirche?
Statistiken zufolge waren ungefähr 85% der Menschen in der DDR protestantisch, evangelisch. Und die katholische Kirche war offensichtlich nicht so sehr involviert. Da war der Gedanke mehr, einfach zum Glauben zurückzukehren und das nicht als ein Politikum zu sehen. Natürlich ist doch die katholische Kirche eine wichtige Kraft, die sich gegen den Kommunismus gestellt hat. Aber wenn man sich Polen ansieht, dann muss man sehen, dass weder Solidarność noch die katholische Kirche ein großes Interesse an der Umwelt gezeigt hat. Das heißt, manchmal gibt es ein gemeinsames Ziel, aber eben dann auch nicht in allen Punkten. Das war also die Situation in Polen. Da gab es auch eine Umweltbewegung, aber die war so ähnlich wie in der Sowjetunion. Das heißt, sie folgte dem sowjetischen Modell. Und gestern Nachmittag hat in einer Panel-Diskussion ja schon jemand gesagt, man war weniger populistisch in der Umweltbewegung in Polen, man war mehr wissenschaftlich organisiert. Das heißt also, diese Bewegung, die sich in Warschau gegründet hat und dann in ganz Polen ausgebreitet hat, die Umweltbewegung, die hat sich nicht als Opposition gesehen. Die war eine unabhängige Bewegung. Sie wollte sich für die Umwelt einsetzen. Einige von den Bewegungsmitgliedern waren sogar Experten, die für den Staat gearbeitet haben, die in den Staat integriert waren. Das heißt also, in Polen war die Situation sozusagen ein bisschen entspannter. Denn das war ja auch Ihre Frage, warum wurde in Polen mehr Widerstand toleriert von der Regierung? Ja, das ist eine interessante Frage. Wenn man sich einmal den Fall Ostdeutschland ansieht, das war zunächst einmal evangelisch, das Land. Und in der evangelischen Kirche in Ostdeutschland, ja, das geht noch aufs Dritte Reich zurück. Damals im Dritten Reich hatte die evangelische Kirche es nämlich nach eigener Aussage zumindest, nach eigener Sichtweise nicht geschafft, ernsthaft Oppositionsarbeit zu leisten. Ich denke aber mal, es gab auch gegen Tschernobyl und Atomreaktoren dementsprechend kaum Widerstand von der katholischen Kirche. Ja, wenn ich noch etwas hinzufügen darf, wir müssen da auch noch mal trennen. Denn auch wenn wir vom Protestantismus sprechen, da gab es natürlich nicht nur die eine Kirche und den einen Standpunkt zum Thema Umweltfragen. Das war immer wieder unterschiedlich. Es gab einzelne Pastoren, es gab einzelne Kirchen, die ihre Räume für Oppositionsgruppen geöffnet haben. Und da gab es dann eben auch eine Debatte innerhalb der Kirchengruppen. Es wurde gefragt, inwieweit wollen wir den Oppositionsgruppen wirklich die Tür zur Kirche öffnen? Und das wurde innerhalb der Kirche auch diskutiert. Und da war dann vielleicht die eine Kirche, der eine Pastor, nicht in Übereinstimmung mit seinen Amtskollegen, mit anderen Kirchen. Das heißt, es hing also von der jeweiligen einzelnen Kirche ab, denn wir haben immer noch die verschiedenen Landeskirchen gehabt damals in der DDR und es hängt immer vom einzelnen Pastor an, es hängt von der einzelnen Gemeinde ab, von der einzelnen Glaubensgemeinschaft jeweils vor Ort. Ja, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Beiträge aus dem Publikum, vielleicht können wir die mal beide anhören, Susanne und Eva. Sie können beide ihre Fragen stellen und dann können wir noch ganz kurz darauf eingehen, denn ich denke, die Zeit ist eigentlich schon praktisch vorbei. Eine Frage, und zwar dahingehend, bestehen Erkenntnisse dahingehend, inwieweit die Staatssicherheit die Umweltbewegung unterwandert hat? Frage 1 und Frage 2, falls es Erkenntnisse gibt dazu, wie hat die Staatssicherheit die Umweltbewegung wahrgenommen als Staatsfeind Nummer 1 oder als zu vernachlässigende Größe? Dankeschön. Ja, auf Ihre Papiere kann ich ja leider nicht eingehen, weil ihr so früh angefangen habt. Aber da ich in der Sache ziemlich drin stecke, wahrscheinlich sogar, wenn ich mal anmaßend bin, als mehr als ihr, weil ich viele Quellen kenne und viele Akteure und Protagonisten, wollte ich eigentlich auf die Fragen hinweisen, die sich jetzt entwickelt haben. Ich glaube, dass insgesamt, weil wir uns jetzt in einer anderen Phase eines anderen Zeitgeistes und anderer Diskurse befinden, insgesamt zu den neuen sozialen Bewegungen in Europa, das weiß ich weniger aus den USA, obwohl da die Kirche auch eine Rolle gespielt hat, die Rolle der Kirchen
in ihren offiziellen Institutionen, in ihrem eigenen internen Protest, in ihren Theologien, in ihrer Nachbarschaftsfähigkeit, Gemeinschaftsbildungsfähigkeit, Diakonie und allem vollkommen unterschätzt ist. Die Grünen vernachlässigen das in ihrer Geschichtsschreibung auch, weil man jetzt einfach in einer anderen Phase ist. Die Gesellschaften sind in Europa weiter säkularisiert. Der religiöse Rollback kommt nicht von den Christen, sondern aus dem Islam. Und auch deswegen finde ich es sehr oberflächlich und unwissenschaftlich, wenn sowohl in unseren Medien, aber anscheinend auch hier, einfach immer von Religion gesprochen wird. Damit hat man dann irgendwie so ein Kapitel aufgemacht. Man muss viel genauer die Konfessionen bezeichnen. Man muss genauer, wie Sie es gerade angefangen haben, richtig die institutionellen Ebenen oder eben die verschiedenen Strömungen und auch Wechselwirkungen beschreiben. Und was ja auch spannend ist, was bei dem Thema auch schon rauskam, als Sie beschrieben, dass die Wissenschaftler sich da in Wittenberg und anderswo ihre Heimat in der Kirche und nicht in der wissenschaftlichen Akademie gesucht haben, dass auch diese Theorie, die ja auch zum heutigen Zeitgeist gehört, Religion ist das eine, Wissenschaft ist das andere, Glauben und Aberglaube ist das eine, die rationale Vernunft ist das andere, und die Wissenschaft bewegt sich ja immer angeblich auf der Seite der Vernunft und der Rationalität. Was ich finde beim Thema Klima und Atomenergie ja zu sehen ist, dass es nicht gestimmt hat, weil es waren nicht wenige, wie Tim erwähnte, die den Klimawandel geleugnet haben als menschengemacht, sondern ich habe Hunderte von ihnen, Hunderte in den 80er Jahren bezahlt erlebt, und es gingen Millionen da rein. Also die Rolle der Wissenschaft noch mal genauer zu diskutieren, welche Gelder, welche Anpassungs-, welche Karrieremechanismen, und finde das eben auch einen spannenden Punkt. Also was wie alternative Wissenschaft, alternative Gutachten, wie unterschiedlich die in der Bundesrepublik oder in anderen Ländern, die wichtig waren für die Umweltbewegung und in der DDR, entstanden sind. Und ich wollte zur Kirche nur noch sagen, die Solidarność, ich meine, die insgesamt der Mauerfall, um es so zu verkürzen, wäre ja so gar nicht zustande gekommen, meiner Ansicht nach, ohne das Zusammenspiel von Solidarność und Gorbatschow. Da finde ich auch, müssen wir, so sehr ich meine Freunde aus der Opposition schätze und bewundere und Heldenlieder über die singen könnte, ja, aber ich finde, es wird manchmal sozusagen auch eine Renationalisierung in der Widerstandsgeschichte findet statt, eine Abtrennung der Verbindungen, die es durch nicht nur durch Information, sondern durch Absprache von Aktionen hat es ja sogar gegeben, also zwischen zum Beispiel Frauen in West- und Ost-Berlin, zwischen einigen Ausgereisten und Umweltaktivisten hier. Ich glaube, die Vernetzung war zwar nicht riesig, aber sie war sehr relevant in Einzelbereichen, und so war die Wirkung von Gorbatschow auf viele in der DDR und die Rolle von Papst Wojtyla, von wegen Thema Kirche, dass die Rolle von Wojtyla, ich wollte das zwar nicht sehen, weil ich bin selber Protestantin und Feministin und wollte so einem Papst nie wieder so eine große historische Rolle geben, aber ich muss jetzt nachträglich zugeben, ja, dass diese Kombination Wojtyla und Solidarność plus Gorbatschow ist einfach ein irrsinniger Schub gewesen. Und ich danke Astrid, dass sie gesagt hat, eben bei aller Bewunderung für den Widerstand und was sie entwickelt haben und wo wir auch viele Ähnlichkeiten hatten, auch im Denken, dass es wirklich keine Bewegung war. Also die, natürlich konnten sie es auch nicht sein, aber man muss eben auch sagen, das wirkt sich ja, wie Herr, wie heißen Sie nochmal, Herr Böck, Sie gerade gesagt haben, das wirkt sich ja politisch bis heute aus, in den Wahlen und in den Denkhaltungen und in den Milieus, dass es eben keine Bewegung war, die die Gesellschaft durchwirkt hat oder bewegt hat und das Denken in anderen Bereichen auch gelüftet hat. Das war jetzt war ein ganz guter Punkt, denke ich auch. Das ist ja eine alte Kritik der Frauenbewegung der 80er Jahre, zu sagen, diese merkwürdige Trennung in Kopf und Geist oder Emotionen, dass die so nicht stimmt. Also das sehe ich auch so wie Eva. Ganz kurz zur Staatssicherheit. Ja, es gab viel Unterwanderung auch in den Umweltgruppen. Das muss man natürlich im spezifischen Fall dann angucken. Aber die Staatssicherheit hat es schon geschafft, in viele der größeren Gruppen, wirklich auch in den internen Kreis, IMs zu installieren und hat da auch einiges an Aktionen verhindern können. An dieser Stelle, genau, da läuft Sebastian Stude. Auf den möchte ich mal kurz hinweisen. Der arbeitet bei der Behörde und schreibt
Also schreibt seine Dissertation über Staatssicherheit und Umweltbewegung. Also er ist sicherlich der Experte zu diesem Thema. Und hinter Ihnen sitzt er, Sebastian Stude. Genau. und genau, also noch spezifische Informationen sind sicherlich bei ihm zu haben. Und genau, ich wollte noch mal sagen, vielen Dank für den Kommentar zur Kirche. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und ja, also da habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Did you want to say something, Julia? Are you fine? Wolltest du etwas sagen, Julia Old? Nein, ich stimme auch zu. Ehe ich nun unseren Podiumsteilnehmern danke, möchte ich eine weitere Ankündigung machen. Jan Hendrik hat es mir gesteckt, weil wir, während wir flüstern, Jan Hendrik, haben dieses Umweltkolloquium über die letzten 4 Jahre organisiert. Wir haben interessante Redner in diesem Semester. Professor Brown, Timothy Brown wird einer der nächsten Redner sein. Bitte, wenn Sie kommen, Sie sind immer willkommen. Nun versuchen wir doch gemeinsam einen kräftigen Applaus für unsere Podiumsteilnehmer erschallen zu lassen. Vielen Dank.